Die Wacker Chemie AG in Burghausen, der größte Chemiestandort Bayerns. 110 Kilometer östlich von München an der Grenze zu Österreich wurde das Werk 1914 gegründet und ist heute der bedeutendste Produktionsstandort der Wacker Chemie AG, einem weltweit agierenden Unternehmen. Nicht nur in klassischen Chemiebereichen betätigt sich Wacker, sondern auch im Bereich der Halbleiter und Photovoltaik. Rund 10.000 Mitarbeiter sind am Standort Burghausen tätig. Ein Teil davon sind schwerbehinderte Menschen. Die Beschäftigungsquote für schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen liegt mit mehr als 7% deutlich über den gesetzlich geforderten Quote von 5%. Der 25-jährige Philipp Elgut hat eine angeborene Behinderung. Als er vor 8 Jahren einen Ausbildungsplatz suchte, war schnell klar, dass er bei Wacker Chemie eine Chance bekommen würde. Er absolvierte hier die Ausbildung zum Chemielaboranten und arbeitet seit 4 Jahren im Labor. Ich meine, Wacker fördert einfach Schwerbehinderte. Und wenn jemand eine Arbeit sucht oder Probleme mit einer Stelle hat, dann kann er natürlich sich beim Schwerbehindertenbeauftragten melden. Das ist der Franz Winkelbauer, das war eben bei mir dann auch so. Und seitdem, muss ich sagen, ist eigentlich mein Leben auch rapide nach oben gegangen. Beim Herrn Elgut war es so, wir haben ihm die Chance gegeben. Und er hat die Chance auch wirklich wahrgenommen, hat es ganz gut gemacht und er hat hervorragend abgeschlossen und will jetzt ja auch weitermachen zum Techniker. Anfangs hatte Philipp Elgut Textilien mit Silikon bearbeitet. Heute arbeitet er zwar immer noch mit Silikon, hat sich aber inzwischen im Medizinbereich spezialisiert. Überhaupt stehen ihm bei Wacker viele Perspektiven offen. Was ich an Wacker auch noch allgemein sehr gut finde, dass eben so viele Weiterbildungsmöglichkeiten gegeben werden. Jetzt bin ich eben schon 4 Jahre da. Und nächstes Jahr möchte ich mich dann für Weiterbildung bewerben. Das würde mich sehr freuen. Und ich spiele selber in einem Fußballverein und bin eigentlich auch Teamfähigkeit gewohnt. Ich bin zwar schwer behindert, aber ich kann eigentlich alle Arbeiten voll richten. Also meine Hände sind ja ein wenig kleiner. Das einzige Schwierige ist einmal was Großes zum Umfassen. Aber das schaffe ich eigentlich auch selber. Und wenn es nicht ist, habe ich natürlich einen Kollegen, der mir das. Man hilft das nichts anderes, wie wenn ein Mensch klein ist und ich den dann da was runterheben muss. Im Grunde merkt man eigentlich nicht, dass er behindert ist, aber man gewöhnt sich ganz, ganz schnell dran und man sieht, eine Behinderung muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Also die Grundlage unserer Politik, schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen Arbeit zu geben und Arbeit zu erhalten, ist es nicht die Ausgleichsabgabe, es ist unser Selbstverständnis und Tradition. Ein wichtiger Punkt ist die Ausbildung von jungen Menschen. Auf der einen Seite, aber natürlich auch die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen für Mitarbeiter, die gesundheitlich eingeschränkt sind und gleichgestellt oder schwerbehindert teilweise auch sind. Jungen Menschen den Start ins Berufsleben zu ermöglichen, ist ein Bestandteil der Personalpolitik bei Wacker Chemie. Werden aber Mitarbeiter dauerhaft krank oder behindert, so ist es ein weiterer Grundsatz des Unternehmens, diese dann nicht im Stich zu lassen, sondern sie zurück in den Betrieb zu holen und ihnen hier eine Perspektive für ihr weiteres Leben zu geben. Walter Thurn hat 1988 bei Wacker den Beruf des Chemiefacharbeiters erlernt. 2 Jahre später verliert er nach einem schweren Autounfall sein Sehvermögen und ist halbseitig gelähmt. Wacker Chemie lässt ihn zum EDV-Kaufmann umschulen, richtet ihm zu Hause einen Arbeitsplatz ein und beschäftigt ihn weiter. Ich habe mit Hilfe der Wacker Chemie einen Telearbeitsplatz bekommen. Das heißt, ich arbeite im Großen und Ganzen von zu Hause aus, von eigenem Büro. Ich tue jetzt zurzeit für die Ingenieurtechnik Daten aufbereiten, wo ich dann auch selber auch mehr Programme, Hilfsprogramme schreibe. Da bekommt der Montag seine Arbeit zugesandt und er ist so engagiert und so fleißig, dass er eigentlich schon wieder mittwochs und Donnerstag seine gesamte Werkstatt wieder zurückgibt, seine Arbeit, was ihm angeschafft worden ist, weil er so mit Engagement und Freude dabei ist, dass ihm die Firma die Chance gegeben hat, trotz seines Handicaps, dass er da sagt, da ist er so dankbar dafür, dass er das halt machen kann. Neben Ausbildung und Weiterbeschäftigung gehört auch ein präventiver Gesundheitsschutz für alle Mitarbeiter zu den Grundsätzen der nachhaltigen Personalpolitik bei Wacker Chemie.
Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir unsere Mitarbeiter schützen können vor Dauerbelastungen während der Arbeit. Wir wollten Zwangshaltung vermeiden und die Situation verbessern, indem wir Scherenhubtische gekauft haben, damit die ihre Arbeitsbühne, ihre Arbeitshöhe ständig anpassen können. Eine Initiative der Schwerbehindertenvertretung. Die Maschinenwerkstatt bekommt zuerst 7 höhenverstellbare Arbeitstische. Eine große Erleichterung vor allem für betroffene Mitarbeiter wie Alfred Neff, der seit 1979 in der Werkstatt tätig ist und starke Rückenprobleme hat. Aufgrund der Hubtische sind meine Rückenschmerzen wesentlich weniger geworden. Und wir kriegen auch sämtliche Arbeitshilfsmittel, das heißt zum Beispiel Sitz-Stehhilfen oder so. Das ist bei uns alles kein Thema und wir bekommen alles, was wir brauchen. Und auch für Mitarbeiter, die eigentlich noch keine Hilfen brauchen, werden weitere 21 Tische angeschafft, um vorbeugend allen Mitarbeitern, ob behindert oder nicht, gesundheitlich optimale Arbeitsplätze zu schaffen. Unser Ziel ist es, dass wir mindestens die Zahlen halten, die wir jetzt präsentieren haben können, deutlich über der Pflichtquote von 5% Mitarbeiter mit Einschränkungen zu beschäftigen. Und wir werden gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretungen alles tun, dass wir auch weiter hier entsprechend erfolgreich im Sinne unseres Unternehmens und der Region tätig sind. Für dieses beispielhafte und herausragende Engagement erhielt die Wacker Chemie AG am Standort Burghausen den Integrationspreis Joberfolg 2011.